Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder Corona-News. Nach langer Zeit, weil ich mich wieder mit dem Thema befasst habe. Da die Ansteckungszahlen wieder stark steigen und eine erneute Maskenpflicht in Österreich nicht ausgeschlossen ist. Hier mal ein paar Zahlen. In Niederösterreich, da wo ich lebe, gibt es momentan einen Infizierten, das ist gar nicht viel, 106.588 Leute wurden getestet. Hospitalisiert sind noch 14 Menschen. Genesen sind bis jetzt 2785. Gestorben sind 102. Und bestätigte Fälle 2994. Das gilt nur für Niederösterreich. Aber man hat in den letzten 5 Tagen, wo ich im Spital war, wieder einen merklichen Anstieg vernommen von den Ansteckungen, seit die Maskenpflicht fast überall gefallen ist. In Spitälern und medizinischen Einrichtungen ist sie zwar noch aufrecht, aber in freien Gaststätten, in Einkaufszentren und so nicht. Und ich wollte an euch appellieren, dass ihr euch, wenn ihr Risikopatient seid, von Menschenansammlungen fernhält und Maske tragt, weil es gibt so viele unvernünftige Menschen auf dieser Welt oder für mich in Niederösterreich auch, die sich natürlich nicht mehr an die Maskenpflicht halten, wo sie jetzt nicht verpflichtend ist. Und ich finde es aber wichtig, dass man, wenn man zur Risikogruppe gehört, dass man die Maskenpflicht aufrechterhält oder die Maske weiterträgt. Und sich selbst schützt, so wie andere. Ich hatte ja jetzt im Spitalsaufenthalt auch eine Covid-Testung und die war negativ. Also ich hatte und habe zu keinem Zeitpunkt in den letzten Wochen und Monaten Corona gehabt und bin auch froh drüber. Obwohl eine Immunisierung dagegen schon gut gewesen wäre, wenn ich es gehabt hätte mit einer leichten Verlaufsform. Aber wie gesagt, ich wurde komplett davon verschont und bin auch froh darüber, weil ich zur Risikogruppe zähle, und das wisst ihr auch. Und ich merke einfach, dass in Deutschland noch viel mehr Vorsichtsmaßnahmen stattfinden und das noch viel aufrechter ist als bei uns, weil die Zahlen so zurückgegangen sind. Aber das heißt nicht, dass Corona weg ist. Und das vergessen viele Menschen. Corona ist noch lange nicht weg. Und jetzt, wo die Zahlen wieder steigen, müssen wir uns wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir alle nicht geschützt sind, die es noch nicht gehabt haben. Und auch die es gehabt haben, sind nur eine gewisse Zeit geschützt. Und ich
weiß nicht, ob man das Risiko eingehen will, sich zu infizieren, wenn man es noch nicht hatte, wenn man zu einer Risikogruppe gehört. Aber ich möchte das nicht und ich würde es meinen Mitmenschen auch nicht wünschen. Es sind nicht so viele Tote in Niederösterreich, da wo ich wohne, aber weltweit sind es doch massive Zahlen und gerade jetzt in Italien, in Amerika und in England steigen die Zahlen ja massiv an. Und das Gleiche droht uns jetzt in Österreich auch wieder, wenn wir nicht darauf achten, was wir tun. Momentan sind wir wieder zur Erfassung der Ansteckungsquelle und der Angesteckten zurückgekommen. Aber das müssen wir jetzt richtig angehen. Und wir dürfen uns nicht in Sicherheit wähnen, wenn es nicht so ist. Und es gibt einfach so viele Risikogruppen, ob jetzt bei mir mit Multiple Sklerose und Zucker oder lungenkranke Menschen oder was auch immer, organgespendete Menschen oder ja, alle möglichen Gruppen durchweg. Gibt es Risikogruppen und deswegen sind die auch so eingeteilt, dass wir vorsichtig sind und dort, wo es uns möglich ist, auch so vernünftig sind und Masken tragen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann riskiert ihr selbst euer Leben. Aber dann kann keiner die Verantwortung dafür tragen. Also sie selbst. Und auch wenn es jetzt keine Maskenpflicht mehr gibt, bin ich als Risikopatient selbst dafür verantwortlich, mich nicht anzustecken. Wenn ich angehustet werde oder so, kann ich es nicht vermeiden, aber durch eine Maske kann ich mich schützen und ich würde immer noch die Maske vorziehen, als mich anzustecken und das finde ich extrem wichtig. Weil da erlebt man eine gewisse Selbstwirksamkeit. Sachen, die man selbst verändern kann. Und wo man selbst darauf Einfluss hat. Und ja, also im Gesamten. Es ist nicht so einfach zur Zeit, aber bitte von Corona nicht vergessen, weil noch ist es nicht vorbei und es wird meiner Meinung nach allen Videos, die ich mir zu Corona angesehen habe, und ich bin zwar ein Pessimist, aber da versuche ich optimistisch zu denken, aber es wird in den nächsten 2 Jahren nicht vorbei sein, bis ein Impfstoff rauskommt. Und dafür wurde ja diese Aktion gegründet, wo man spenden kann und wo ganz verschiedene Künstler aufgetreten sind, um Spenden zu sammeln für Impfstoff, für die Forschung und für gerechte medizinische Verteilung. Und wenn ich das ein bisschen interessiert, verfolgt das und informiert euch über Corona und lasst euch aber nicht übermäßig Angst machen. Das möchte ich mit meinen Videos auch nicht. Eine normale Furcht, eine gewisse Furcht, ein Quäntchen Furcht schützt vielleicht vor Leichtsinnigkeit. Aber man sollte sich nicht zu Tode fürchten, bevor man nicht daran erkrankt ist oder
Auch wenn man daran erkrankt ist, muss man nicht dran sterben, aber ich glaube, eine gewisse Furcht ist gut, aber zu viel Furcht hindert dich am Leben und deswegen sage ich immer, alles in Maßen, aber nichts zu wenig und nichts zu viel. Und damit, dass ich euch jetzt auch wieder an den aktuellen Corona-Zahlen teilnehmen lasse, in Niederösterreich, ich könnte es ja auch für ganz Österreich vorlesen, aber das würde zu lange dauern. Indem ich euch wieder daran teilhaben lasse, möchte ich euch aufklären und schützen. Nicht irgendetwas Negatives bewirken. Aber es muss einfach klar sein, dass Corona noch nicht vorbei ist. Und das merkt man auch in den Minimierungen, in den Besuchszahlen, in den Spitälern. Und dass dort alle mit Maske herumrennen, oder der Großteil zumindest. Und dass die Arztbesuche und so weiter auch noch mit Maske ablaufen, weil man sich nur so davor schützen kann. Und das ist das Wichtige. Es war für mich wichtig, dass ich mich jetzt wieder nach langer Zeit wieder mal mit dem Corona-Thema beschäftige, nachdem die Zahlen wieder steigen. Und deswegen habe ich auch das Video gemacht. Aber jetzt wird wieder länger nichts so kommen, außer es kommt zu größeren Ansteckungsmengen. Noch mehr als jetzt. Aber ich möchte mich nicht täglich damit auseinandersetzen, weil ich dann einfach auch Angst bekomme oder irgendwie hoffnungslos bin. Das hat auch keinen Sinn, sich täglich damit auseinanderzusetzen. Aber immer wieder mal Nachrichten schauen oder verfolgen, was Influencer in anderen Ländern dazu sagen oder Radio hören, wo auch Nachrichten gebracht werden, ist sinnvoll. Und nur so können wir auf dem Laufenden bleiben. Aber ja, das war es jetzt von mir und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, eure Ines.